und herzlich willkommen zur Eurotruck, nein Quatsch, American Truck Simulator Folge 2. Ja, wir haben letzte Woche eigentlich, oder letztes Mal eigentlich noch gar nicht wirklich was gemacht. Wir sind nur, glaube ich, zwei Strecken weit gefahren. Und jetzt haben wir hier ein paar neue Aufträge. Alle natürlich voll wenig. Las Vegas, Los Angeles. Wir machen mal hier Preis pro Strecke 12. Ist das das günstigste? Ist das beste? Ja. Bakersfield nach Fresco. Dann nehmen wir den mal an. Hallo? Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal nicht wieder so viele Probleme habe. Mit dem Dings da, mit den Frames. War ja letzte Folge ziemlich Katastrophe. Sie haben Post. Tada. 8. Keine Nachrichten. Ja? Wahrscheinlich, ich habe Post. Na, mehr Wurst. So, oh. Ja, ein schöner Johnny. Ein Johnny hinten drauf. Ein Deer John. Kein John Deere, sondern ein Deer John. Wir starten mal den Engine. Eine Rundumleuchte gibt es hier gar nicht. Boah, sieht schon cool aus, der Truck. Oh, und da! Was sind meine Äuglein da? Da! Direkt voraus! Oh, ein geiles Cabrio. Ein Fleetwood. Oh, mir gefällt Amerika. Zumindest jetzt noch. So, also, wir machen uns auf nach Bakersfield, glaube ich. Bestimmt, nach Fresco müssen wir. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir da einfach hinkommen und bis nachher. Ja, wir fahren natürlich selber hier rein, ja. Weil anders macht das ja keinen Spaß. Was ich sehr geil finde, ist der Sound von dem LKW. Also warte mal, wir machen mal hier kurz Optionen, Audio. Sound FM. Rückverwandlung. So, nee, das wollte ich jetzt nicht. Das will ich eigentlich nicht haben. Radio ist eigentlich wurscht. Okay, genau, so. Hört euch das an. Der blubbert so.
Oh, oh, oh. Habe ich nur gemerkt, ich bin genau falsch rumgefahren. Müssen wir halt doch nochmal richtig korrigieren. So, jetzt sieht's besser aus. So, haben wir es doch noch hingekriegt. Ja, also wie gesagt, der Sound von den Fahrzeugen, der ist natürlich schon übelst geil. So, jetzt hier, wir haben Mails. Das ist wahrscheinlich hier, hier, komm mal, mach mal, gib mir irgendwie Geld und ich mach dir weiß was ich was. Nee, mach mal nicht. Wir machen schnelle Aufträge. Maschinenteile. Fresco nach Stockton. Ja, jetzt sind wir halt wieder eine ganze Weile unterwegs. Bakersfield nach Fresken. Fresco. Streckenlänge. Das ist, glaube ich, von lang nach kurz, oder? Ja, das sind die deutlich längeren. Ja, 3000 nach Barstow. Ah, da sind wir auch so lang unterwegs. Naja. Coastline Mining. Egal, was soll's, wir fahren hier den Digger 1000 nach Barstow. Haben wir den eigentlich schon aufliegen? Ja. Kann man hier eine Runde, gibt es hier eine Rundumleuchte? Auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Amis hier keine Rundumleuchten haben. Aber was soll's? Was fahren wir denn eigentlich für einen Truck hier? Steht nicht dran. So ein alter cooler Dinger. Die, ich weiß nicht, ich mag einfach die LKWs mit Schnauze. Die geben mir irgendwie was ganz Besonderes. So, aber ja, wir fahren jetzt erstmal nach Barstow. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis nachher. We'll be right back.
sind angekommen in Barstow und ich finde immer noch sehr lästig, dass ich hier jedes Mal angeben muss, wie ich einparken möchte. Das finde ich beim Euro Truck Simulator viel einfacher. Ja, da parke ich nämlich einfach per Hand ein und dann gibt es einfach die Punkte dafür. Und hier das jedes Mal anwählen, Schande, finde ich ein bisschen doof. So, dann setzen wir jetzt mal zurück und drehen kurz die Kiste um. Ich meine, dass hinten eigentlich alles frei war. Ich hätte gleich rechts rum reinfahren sollen. Dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Aber einfach ist er für Anfänger. Mann! Hier kommt irgendwo eine Laterne, da ist die Laterne. So, dann ziehen wir die Kiste gerade und dann müssen wir nur noch geradeaus zurück. Das dauert jetzt eine halbe Stunde. Außerdem finde ich, dass hier alles ein bisschen langsamer ist. Das kommt wahrscheinlich nur durch die Meilenangabe, weil ich das nicht gewohnt bin. So. Dung. Angekommen, angekommen. Ja, Level 2, unglaublich. Wir machen hochwertige Fracht. So, einen Auftrag machen wir noch schnell. Und zwar Streckenlänge kurz. Nee, das war lang. Bakersfield Barstow haben wir schon. Bakersfield Huron. Nehmen wir das. Also, ein paar Pflüge müssen wir transportieren. Oh, ich bin schon wieder müde. Wo muss man hin? Ich glaube. Ja, rechts raus. So, dann fahren wir den Auftrag hier noch kurz. Und dann haben wir es auch für die Folge heute dann auch gleich geschafft. Also bis in Huron. Crops angekommen. Ja, nein, hier, das hier. Hm.
Nee, doch nicht so. Ach, warte, wir fahren hier einmal im Kreis. Staub das hier, hä? Guck mal in die Rückspiegel. Ja, da war der kleine Anhänger. Das ist ja tricky hier. Da musste erst um den Anhänger rumchauffieren. Was ist da los? Ach, der steht da wirklich noch. Manometer. Das ist ja mal wirklich ein Tricky abstellen. Ich bin hier an der Deichsel hängen geblieben. Häng ich jetzt schon wieder irgendwo? What the hell? Aber das ist die Herausforderung, ja, so einzufahren. Und wir haben es geschafft, trotz alledem. Bam! So, wir haben, glaube ich, ein Guthaben von $10.000. Ja, und das war's von dieser Folge von American Truck Simulator. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und vor allem, ich glaube, es waren deutlich mehr FPS wie beim letzten Mal, dann ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.